Wissenschaftliche Forschung, Innovation und technologische Entwicklung sind die Grundlagen für die Nutzung des Weltraums und sind untrennbar mit der neuen Weltraumwirtschaft verbunden. Die neue Weltraumwirtschaft bezieht sich auf die kommerzielle Nutzung des Weltraums und bringt unzählige praktische Anwendungen auf der Erde. Es wird zurzeit an einer genauen Definition der New Space Economy gearbeitet. Weil die Bedeutung des Raumfahrtsektors für die europäische Wirtschaft stets zunimmt, muss es auch statistisch sichtbar gemacht werden. Dafür ist eine korrekte Identifizierung aller Weltraumwirtschaftsaktivitäten, Dienstleistungen und Waren notwendig, um präzise makroökonomische Statistiken zu erstellen, sodass eine genaue Messung des Anteils der Raumfahrtwirtschaft für jeder dieser Sektoren der europäischen Wirtschaft erstellt werden kann. Ein Beispiel liefert die experimentelle Statistik von Eurostat, dem EU-Statistikamt. Diese Grafiken der experimentellen Statistik stellen die Import-Export-Ergebnisse von Raumfahrzeugen einschließlich Satelliten und Raumfahrtträgerraketen dar. Die Zahl der Länder und Firmen, die an Raumfahrtaktivitäten beteiligt sind, steigt kontinuierlich. Im Vergleich zu den traditionellen staatlichen Raumfahrtprogrammen sind einige der Akteure des neuen Weltraums erfolgreiche Unternehmer der digitalen Wirtschaft. Sie setzen auf schlanke Produktionsprozesse sowie auf digitale Geschäftsmodelle wie Space as a Service und sind stark abhängig vom Privatkapital. Die Grenze zwischen alten und neuen Raumfahrtaktivitäten werden im Laufe der Zeit miteinander verschmelzen. Das Interesse weltweit an dieser neuen Form der Wirtschaft steigt und erlebt in unserer modernen Gesellschaft eine wachsende Rolle. Sie hat das Potenzial, die Menschen in einer neuen wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen und kulturellen Dimension zu führen und ihr neue Perspektiven zu ermöglichen. Sie bietet vielfältige Chancen, aber auch Risiken und Herausforderungen. So hat die luxemburgische Regierung 2018 die Weltraumagentur LSA gegründet, mit dem Ziel, die Erforschung und kommerzielle Nutzung von Weltraumressourcen zu fördern und zu unterstützen. Anlässlich des 5. Jubiläumsjahres der Weltraumagentur haben eine Reihe von Unternehmen, Forschungs- und Bildungseinrichtungen die Tore für das Publikum aufgemacht, um ihre Arbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren. Diese Veranstaltungen haben im Laufe des Jahres 2023 stattgefunden. Wir haben uns auch ein Ticket to Space reserviert, um uns auf diese Reise zu begeben. So ergab sich auch für uns die Gelegenheit, mehr über die Technologien und über die Projekte von morgen in Erfahrung bringen zu können und mit Experten über das Thema zu sprechen. Dr. Jan Tömel, Research Scientist und Leiter von CubeSat an der SNT Luxemburg, gibt uns erste Einblicke in das, was die Weltraumwirtschaft in Luxemburg ausmacht. Mein Name ist Jan Tömel. Ich bin hier nach Luxemburg 2019 gekommen. Warum? Weil es hier ein starkes Weltraumforschungsprogramm gibt. Und das hat ungefähr 2016 angefangen mit dem Space Resources LU. Warum? Luxemburg ist außerordentlich stark im Bankenbereich. Das hat historische Gründe. Aber in der Bankenkrise 2008 haben sie gemerkt, dass sie doch zu abhängig davon sind. Und dann haben Luxemburger Regierung gesagt, wir müssen uns ein bisschen, wie man sagt, diversifizieren, mehrere Wirtschaftsstandbeine aufbauen. Und da haben die gesagt, dass Raumfahrt ein interessantes Thema ist. Nun kann Luxemburg kein riesen Raumfahrtprogramm aufbauen. Deswegen haben die sich entschieden, sich zu spezialisieren. Und zwar auf zwei Gebieten. Zum einen Space Resources und zum anderen alles, was mit wirtschaftlicher Kommerzialisierung zu tun hat im Bereich. Und diese zwei Sachen sind sogar miteinander verbunden. Sie wollen, dass Raumfahrt billiger wird. Und dazu sollte man zum Beispiel dann die Space Resources, die man auf dem Mond findet, eben dort extrahieren, um sie dann dort verwenden zu können. Hier sind wir in Belval, Luxemburg, wo das Forschungs-, Wirtschafts- und Innovationszentrum für Weltraumressourcen, kurz ESRIC, European Space Resources Innovation Center, sich befindet. ESRIC bietet technische und geschäftliche Unterstützung für die Unternehmen an, die an der Nutzung von Weltraumressourcen interessiert sind. Die Labore, die wir bei ESRIC besuchen, befinden sich im Gebäude des Luxembourg Institute of Science and Technology, kurz LIST.
Unsere Arbeit basiert auf die friedliche Erkundung und Nutzung von Weltraumressourcen. Zweitens, wir haben den Ehrgeiz, eine Weltraumwirtschaft zu schaffen. Das bedeutet, dass Forschung der erste Schritt ist, um dieses Ziel zu erreichen. Das sollen wir in Wertschöpfung und Innovation verwandeln. Wir arbeiten mit der Gemeinschaft zusammen, in verschiedener Weise. Diese Entwicklungen werden auch mit externen, privaten und öffentlichen Partnern durchgeführt. Deshalb brauchen wir einen Partnerschaftsbeauftragten, der die Verbindung zwischen den Partnern herstellt und die Entwicklung von Unternehmen und Jungunternehmen unterstützt. Aus diesem Grund haben wir ein wichtiges Programm zur Unterstützung von Startups mithilfe eines Inkubators und künftig auch mit einem Accelerator, damit wir auch die Wertschöpfung von Unternehmen auf dieser Grundlage unterstützen und beschleunigen können. Das bedeutet, dass der Weltraummarkt noch nicht offen ist. All diese Initiativen sollen auch kurzfristig auch ihre Anwendung auf der Erde finden. Die Nutzung des Weltraums kommt der Wirtschaft auf der Erde zugute. Da im Weltraum die Ressourcen limitiert sind, gibt es keine andere Alternative. Alles muss recycelt werden. Deshalb müssen wir auf Nachhaltigkeit und der Kreislaufwirtschaft setzen. Das wäre auch eine gute Lektion für uns auf der Erde. Die Frage ist, wie können wir für die Kreislaufwirtschaft recyceln, Nachhaltigkeit praktizieren? Denn auch auf der Erde müssen wir mit begrenzten Ressourcen umgehen und wir sollten Abfall vermeiden. Wir unterstützen auch diese Form der Wirtschaft. Es ist die Strategie Luxemburgs, eine Weltraumwirtschaft zu schaffen, Unternehmen willkommen zu heißen und Unternehmen in diesem neuen Markt aufzubauen. Wie schon bereits gesagt, wir möchten ein Zentrum der Exzellenz im Bereich der Weltraumressourcen sein. Die Weltraumressourcen sind ein sehr umfangreicher Sektor. Es bezieht sich nicht nur auf die Forschung, sondern auch auf Daten und Simulationen. Wir arbeiten mit Unternehmen in diesem Bereich zusammen. Ein anderer Aspekt, der bisher noch nicht erwähnt wurde, ist, dass wir uns nur auf Forschung und Entwicklung konzentrieren. Es gab Diskussionen darüber, wie die Gesetzgebung im Bereich der Raumfahrt aussehen wird. Wir werden uns mit der Gesetzgebung nicht beschäftigen, denn es ist nicht unser Gebiet. Wir konzentrieren uns nur auf Forschung und Entwicklung des Mondprogramms, um dieses langfristig voranzutreiben. Wir unterstützen die luxemburgische und die europäische Wirtschaft auf dem Gebiet. Kurz formuliert, die wichtigsten Ziele bei der Nutzung von Weltraumressourcen sind die Produktion von Sauerstoff und die Verwendung von Baumaterialien für die Luna-Basis. Die Ressourcen werden auch zur Gewinnung von Metallen genutzt. Außerdem können wir Wasser aus einigen Teilen des Mondes gewinnen. Ja, wir hier bei ESRIG, wir arbeiten daran, Weltraumressourcen nutzbar zu machen. Also alles, was wir beispielsweise auf der Mondoberfläche finden, möchten wir versuchen zu verwenden, um damit Astronauten beispielsweise mit Sauerstoff zu versorgen, um Raumschiffe mit Treibstoff zu versorgen. Und das ist eine große Herausforderung, weil bislang hat das noch niemand außerhalb der Erde oder auf der Mondoberfläche getan. Was wir versuchen, ist, dass wir sozusagen mit den Materialien, die wir vor Ort finden, wie die ersten Siedler im Westen, im Wilden Westen, versuchen, sich sozusagen eine Lebensgrundlage zu schaffen. Und wir verwenden verschiedene Technologien dafür. Wir benutzen beispielsweise dieses Gerät hinter mir, um aus einem bestimmten Mineral, das Mineral Ilmenit, das wir auf der Mondoberfläche finden können, um dieses Mineral zu benutzen, um daraus Sauerstoff und metallisches Eisen herzustellen. Und der Sauerstoff, wie gesagt, ist für die Lebenserhaltung und den Treibstoff sehr wichtig. Und das Eisen, das möchten wir verwenden, um Konstruktionen zu betreiben, also um Strukturen zu bauen für ein Habitat oder um Strukturen zu bauen für Maschinen oder ein wichtiger
ein wichtiges Thema für die auch für die Erforschung der Mondoberfläche und die langfristige Anwesenheit der Menschen auf der Mondoberfläche ist es, Landeplätze zu bauen. Also der Mond hat eine pulverige Oberfläche. Das ist der Regolith, der die Oberfläche eigentlich an jeder Stelle bedeckt. Und dieses Pulver bereitet großes Kopfzerbrechen, wenn man also mit einem Raumschiff dort landen möchte. Man ist ja, weil es keine Atmosphäre gibt, auf Raketentriebwerke angewiesen. Und dadurch entsteht die Situation, dass dieses Pulver und die Steine, die sich dort also im Landebereich befinden, herausgeschleudert werden aus diesem Bereich und dann auch andere Bereiche, zum Beispiel ein Habitat oder andere Infrastruktur auf der Mondoberfläche treffen könnten. Und daher ist es ganz wichtig, dass man also Technologien entwickelt, um auch solche festen Oberflächen einfach zu erzeugen. So einfach es klingt, das ist eine große Herausforderung, einfach eine Art Beton oder eine Art Asphalt auf dem Mond herzustellen, weil die ganzen Grundzutaten, die wir hier auf der Erde im Überfluss haben, Wasser oder Kohlenstoff, die haben wir auf dem Mond nicht zur Verfügung. Wir müssen da also ganz andere Methoden überlegen, wie wir also das, was wir hier so alltäglich für oder an was wir uns alltäglich hier gewöhnt haben auf der Erde, um das auf der Mondoberfläche sozusagen zu reproduzieren. Das Mondmaterial variiert zum Beispiel in Größe, Form, Porosität und chemischer Zusammensetzung. Welches mögliche Messverfahren kann auf dem Mond angewendet werden, um das passende Material als Primärrohstoff für Konstruktionen zu finden, um zum Beispiel eine Mondbasis zu errichten? Ich bin Doktorandin und mein Projekt befasst sich mit der wissenschaftlichen Klassifizierung des Mondmaterials. Egal welches Vorhaben auf dem Mond umgesetzt wird, man muss die nützlichen Teile der Regolithpartikel auf eine effektive Weise vom restlichen Material trennen. Zum Beispiel, wenn Partikel mit einer bestimmten Zusammensetzung benötigt wird, wie zum Beispiel etwas Metallisches oder Gestein mit einer etwas kleineren Körnung. Also, wir müssen aus verschiedenen Ressourcen das passende Material herausfiltern, das für eine bestimmte Anwendung nützlich ist. Auf dem Mond ist das nicht so einfach umzusetzen, weil die Körner sehr scharf und elektrisch aufgeladen sind und können überall hinfliegen. Stattdessen versuche ich, eine andere Lösungsmöglichkeit zu finden. Ich habe mit dem 3D-Drucker experimentiert, um einige dieser 7 Modelle zu erstellen. Nun habe ich etwas Interessantes zu zeigen, das ich vor 2 Wochen fertiggestellt habe. Dies könnte eine Möglichkeit sein, Partikel zu trennen. Es ist noch nicht ganz ausgereift, aber es könnte auch mit anderen Verfahren kombiniert werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Experimentieren mit regolith-ähnlichen Materialien. Diese Proben stammen tatsächlich vom Mond, denn diese wurden nach einem Meteoriteneinschlag auf dem Mond herausgeschleudert und haben den Weg zur Erde gefunden. Sie sind also für uns interessant, weil es sich um echte Proben von Mondmaterial handelt, sodass wir mehr über die Zusammensetzung des Mondes erfahren können. Das ist wirklich gut, aber wir wollen sie nicht für Experimente verwenden, weil wir sie zerstören würden. Also verzichten wir darauf. In diese 2 Eimer befinden sich die wichtigsten Materialien, mit denen wir arbeiten. Es handelt sich um nachgebildete Mondmaterie. Wir nennen es Regolith-Nachbildungen. Regolith ist ein sandartiges und sehr staubiges Material, das die Mondoberfläche bedeckt. Also replizieren wir das, indem wir Materialien von der Erde nehmen. Wir wissen, welche Mineralien auf dem Mond zu finden sind. Wir wissen, dass wir sie auch auf der Erde finden können. Wir nehmen diesen in einer bestimmten Menge und mischen sie zusammen, um unser Mondmaterial herzustellen. Eine interessante Sache ist, wie man hier sehen kann, es gibt einen Unterschied in der Farbe, weil wir verschiedene Nachbildungen von 2 verschiedenen Mondgegenden auf dem Mond machen. Der LMS repräsentiert die Lunamare. Mare bedeutet See und wir finden diese in den dunklen Regionen auf dem Mond. Auf der gegenüberliegenden Seite haben wir LHS oder Lunar Highland Simulant. Das sind Hochland-Regolith-Nachbildungen. Die große Herausforderung ist, dass wir auch das Material einfach nicht zur Verfügung haben. Wir können nicht einfach
bei der NASA anfragen und um ein Kilo Mondgestein oder ein Kilo Mondstaub bitten. Das heißt, wir müssen immer auf sozusagen simulierte Materialien zurückgreifen. Und die sind nie perfekt. Es ist schon eine gewisse Kunst, so ein Material herzustellen. Und es gibt auch Firmen, die machen das kommerziell. Es ist nie ganz dem realen Mondstaub angepasst. Man versucht, so gewisse Parameter einzustellen, sodass man gewisse Prozesse ausprobieren kann. Eine große Frage ist, wie reagieren Menschen und auch Pflanzen auf das reale Mondgestein? Wenn man jetzt auf dem Mond beispielsweise Pflanzen züchten möchte, müsste man die ja in einem Substrat wachsen lassen. Da gab es einige Experimente mit echtem Mondstaub, der von der Apollo-Mission mitgebracht wurde. Es hat sich gezeigt, dass Pflanzen in diesem echten Mondstaub sehr schlecht wachsen. In unseren simulierten Mondstäuben wachsen sie hingegen sehr gut. Und da ist immer noch ein großes Fragezeichen, was diesen Unterschied macht. Und da ist es immer noch das Problem, dass wir das nicht so richtig hundertprozentig simulieren können. Bei anderen Bereichen beispielsweise, wenn es darum geht, die mechanischen Eigenschaften nachzustellen, da sind wir schon viel besser. Da können wir beispielsweise auch große Bereiche, also so was wir also einen Mondterrain nennen oder ein Moon Yard in Englisch, können wir damit füllen und beispielsweise Rover ausprobieren, die also dann mit ihren Rädern in irgendeiner Art und Weise mit diesem Regolith dann interagieren. Das kann man mittlerweile relativ gut simulieren. Aber es kommt immer darauf an, was man genau erforschen möchte. Und man stellt sich dann diese simulierten Mondmaterialien also zusammen, je nachdem, welche Eigenschaft gerade im Vordergrund steht. Da gibt es zurzeit einen richtigen Wettbewerb zwischen verschiedenen Verfahren, die also alle mehr oder weniger parallel auch erforscht werden. Das Verfahren hinter mir, das benutzt Wasserstoff und hat leider den Nachteil, dass es nur mit einem bestimmten Mineral innerhalb des Mondregoliths funktioniert. Das ist das Mineral Ilmenit. Das reagiert also sehr gerne mit diesem Wasserstoff und produziert dann also Wasser. Man überführt also den Sauerstoff aus dem Mineral in flüssiges Wasser am Ende und dann kann man dieses Wasser wieder spalten, den Sauerstoff separieren und den Wasserstoff wieder zurückschicken in den Prozess. Das ist leider nicht sehr effektiv, weil nur dieses eine Mineral reagiert. Das Verfahren ist aber relativ einfach. Es gibt andere Verfahren und das werden wir in den nächsten Jahren auch hier erforschen. Das sind meistens Verfahren, die elektrischen Strom verwenden. Beispielsweise benutzt man geschmolzenes Salz, geschmolzenes Calciumchlorid, um in einem Elektrolyseverfahren bei 800, 900 Grad Celsius den Sauerstoff aus diesen Mondmineralen herauszubekommen. Das hat den Vorteil, dass das mit allen Mineralen funktioniert. Man kann also fast den gesamten Sauerstoff aus einem Mondgestein heraus extrahieren. Es ist aber technologisch extrem anspruchsvoll und man arbeitet also mit geschmolzenem Salz, das extrem aggressiv ist. Man hat hohe Temperaturen, man hat reinen Sauerstoff, der also dann in dieser Kombination fast alle Materialien auch angreift und oxidiert. Da sind viele, viele Hürden noch zu nehmen. Im amerikanischen Bereich wird erforscht, wie man beispielsweise dieses Salz vermeiden kann. Man schmilzt dann das Mondgestein direkt. Das braucht aber dann noch viel höhere Temperaturen und hat dann auch wieder Probleme mit den Materialien, die also bei diesen hohen Temperaturen nicht sehr lange überstehen und stabil bleiben. Da gibt es viele, viele Ansätze, die erforscht werden. Und im Moment kristallisiert sich raus, dass die ESA einen starken Fokus auf dieses geschmolzene Salzverfahren hat. Und das werden wir auch in den nächsten Jahren versuchen, so weit zu entwickeln, dass es tatsächlich in der Lage ist, auf dem Mond zu arbeiten. Es ist sehr herausfordernd. Der Nebeneffekt dabei ist aber, dass man in sehr viele interessante Prozesse hineinschaut, die beispielsweise auch für Anwendungen auf der Erde dann interessant sind. Zum Beispiel, wie kann ich ein Material konstruieren, das unter solchen extremen Bedingungen stabil bleibt? Das müssen also
vollkommen neue Materialien sein. Und da erwarten wir auch, dass wir dann, wenn wir erfolgreich sind, dass wir dann auch Materialien finden, die für andere Anwendungen, beispielsweise auf der Erde, geeignet sind. Es gibt viele verschiedene neu entwickelte Materialien, die für die Anwendung in der Raumfahrt benutzt werden. Hierbei gerade Lightweight werden sie bei der Herstellung von Leichtbauteilen für die Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie sowie für andere Branchen benutzt. Die Leichtbauteile sind mit Hilfe von robotergestützter Endlosfaserwicklungstechnik erstellt. Dafür werden Fasern wie Flachs, Glas, Kohle und Basalt in Kombination mit Kunstharzen verwendet. Diese Materialien haben einen geringen Gewicht und eine sehr hohe Festigkeit. Übrigens, der Roboterarm heißt Gramm und steht für robotergestützte additive Fertigung. Unsere Tour fängt in der Produktionshalle an. Die Experten zeigen uns die ultraleichte Strukturen, wie sie befestigt werden, und erklären die Vorteile. Minimales Gewicht und höchste Trägerlast. Ein weiteres Beispiel ist der Mond Rover. Er hat ein Totalgewicht von 470 Gramm und kann eine Ladung von 15 Kilogramm Regolith transportieren. Wir erfahren, dass die Leichtbauteile nachhaltig und upcyclebar sind, da sie aus ökologischen Materialien hergestellt sind. In der Produktionsphase wird nur das Material benötigt, das gebraucht wird. Es gibt keine Abfälle bei der Produktion, kein Verschnitt. Die nachhaltige Verarbeitung der Fasern in der Produktionsphase reduziert den Verbrauch der Ressourcen, was die Energieeffizienz maximiert. Die Faser und das Harz können wiederverwendet werden und können damit in einem neuen Lebenszyklus wieder eingebunden werden. Über die Floating-Plattform werden wir später an der Universität Luxemburg im Zentrum für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen, genauer in der Zero Gravity Lab, mehr in Erfahrung bringen. Der Herstellungsprozess von ultraleichten Strukturen besteht aus mehreren Etappen. Zuerst der Computerentwurf, gefolgt von der Auswahl der Materialien. Das Endprodukt muss extrem leicht, fest und belastbar sein. Im nächsten Schritt werden die ausgesuchten Materialien auf Spulen oder Rollen gelagert. Der Roboterarm wird programmiert, dann beginnt er mit der Arbeit. Die Endlosfasern werden um die Form gewickelt. Dabei werden die Fasern mit einem Harz imprägniert, sodass die Fasern nach dem Wickeln aushärten können. So wird die feste Struktur gewährleistet. Der Prozess wird kontinuierlich wiederholt, bis die programmierte Struktur erreicht ist. Im zweiten Teil berichten wir über die Satelliten und ihre Nutzung. Zum Beispiel für die Weltraumüberwachung zur Identifizierung und Verfolgung der Objekte, die sich in der Erdumlaufbahn befinden, wie zum Beispiel Weltraummüll oder wenn es um die Montage, Reparatur oder Betankung von Satelliten geht. Ein Workshop wird uns hier einen Einblick ermöglichen, wie mit Hilfe des Teachable Machines die Satelliten identifiziert und verfolgt werden können. Viele Satelliten stellen kommerzielle und kostenlose Satellitendaten zur Verfügung. Hier werden wir uns der Frage widmen, wie diese sinnvoll genutzt werden können. Mithilfe von Algorithmen und Bildern der thermischen Infrarot-Fernerkennung von Satelliten werden verschiedene Anwendungen erstellt, zur Unterstützung von Waldbrandlöschungen oder für eine nachhaltige, ressourcenschonende Landwirtschaft. Den Landwirten wird so ermöglicht, den Vegetationsstand zu überwachen, um so die Bewässerung und Düngung zu optimieren. Spannende Erfahrungen haben wir auch im interdisziplinären Zentrum für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vertrauen, kurz SNT, der Universität Luxemburg gemacht. Hier dreht sich alles um die Frage, wie werden optimierte Raumfahrtmissionen geplant. Die ZDF-Technik ermöglicht den Experten aus verschiedenen Disziplinen gleichzeitig an einem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. Damit können die Entwicklungszeit, die Kosten und die Risiken von Raumfahrtmissionen reduziert werden.